Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute teile ich mit euch mein absolutes Kindheitsgebäck. Ich habe es ehrlich gesagt auch sehr vermisst, denn es ist sehr lange her, dass ich es zuletzt gegessen habe. Und da dachte ich mir, da es sich ja auch viele von euch gewünscht haben und perfekt und pünktlich zum bevorstehenden Anlass mache ich heute Lkerk. Lkerk Loujdi. Lkerk ist ein traditionelles Gebäck aus der Stadt Oujda. Und ihr wisst ja, meine Eltern kommen ja aus der Stadt Oujda und daher zeige ich euch das Rezept meiner Mama bzw. meiner Oma. Sie hat es ja von ihrer Mutter. Das Rezept war bisher immer das Geheimrezept der Familie und heute wird das Geheimnis gelüftet. Und an dieser Stelle geht ein großes Dankeschön raus an meine Mama. Danke für die Freigabe deines Ex-Geheimrezepts. Und wisst ihr was? Schreibt doch einfach mal ein Danke in die Kommentare. Sie wird sich sicherlich sehr freuen, wenn sie das liest. Ja, wie gesagt, das Gebäck ist ganz simpel in der Herstellung. Ihr braucht auch keine großartigen Werkzeuge, kein Schnickschnack. Einfach nur die Hände, ein Messer und das war's. Ich sage, denke mal, wir fangen jetzt einfach mal direkt an. Und wie immer kommen jetzt die Zutaten. Hier seht ihr jetzt meine bescheidenen Zutaten. Ich habe hier Weizenmehl Typ 405, Zucker, gemahlenen und gerösteten Sesam, Sonnenblumenöl und hier habe ich einen Mix aus Orangenblütenwasser und normales Wasser, Vanillezucker, Backpulver und hier habe ich eine Gewürzmischung, die besteht aus Fenchel und Anissamen. Bevor ich die gemahlen habe, habe ich die nochmal in der Pfanne leicht angeröstet, also wirklich ganz kurz, es waren noch nicht mal 3 Minuten, damit die so ein bisschen warm werden. So kann sich nämlich das Aroma super entfalten. Wenn es sich um das Thema traditionelle Rezepte handelt, dann wisst ihr, dann kommt immer meine wunderschöne Lgasa zum Einsatz. Lgasa bedeutet, ist dieses Gefäß hier, beziehungsweise diese Schale. Die nennen wir Algesa. Das kommt so richtig vom Inneren. So, was mache ich als erstes? Ich gebe das Mehl in meine Algesa und füge die restlichen trockenen Zutaten hinzu. Also sprich, hier meine Gewürzmischung. Zucker, mein Vanillezucker, das ist übrigens rein optional, also wenn ihr keinen Vanillezucker machen wollt, dann könnt ihr das ersatzlos weglassen. Backpulver kommt zum Schluss, nicht jetzt, und den gemahlenen Sesam. So, jetzt vermenge ich erstmal alle Zutaten. Und hier arbeite ich wirklich nur mit den Händen. Das empfehle ich euch sogar. Und hierfür braucht ihr echt keine Küchenmaschine. Im Gegenteil, die wäre jetzt echt fehl am Platz, weil hier ist es wichtig, dass man die Konsistenz des Teiges mit den Fingern spürt. Und da verlässt man sich, also auf eine Küchenmaschine würde ich mich hier jetzt nicht verlassen, sondern vielmehr auf den Tastsinn meiner Finger vertrauen. Als nächstes füge ich mein Öl hinzu und bevor ich jetzt mit dem Rest weitermache, arbeite ich das Öl jetzt schön in das Mehl ein. So, ich habe das Öl jetzt schön eingearbeitet. Ihr seht, ich habe hier eine richtig gute, ja, so eine sandige Konsistenz. Die Klümpchen, die lösen sich sowieso gleich, wenn wir die Flüssigkeiten jetzt, also das Wasser hinzufügen. So, jetzt gebe ich das Backpulver hinzu und Schritt für Schritt meinen Orangenblütenwassermix. Und jetzt schön einkneten, bis ein weicher Teig entsteht.
In unserem Familienrezept kommen überhaupt keine Eier rein, nicht wundern. Es gibt einige Kerkrezepte, die Eier beinhalten, das ist wirklich so, aber ohne Eier sind sie tausendmal besser und vor allem so mürbe, dass euch das Gebäck beim ersten Bissen sofort im Munde zergeht. Wünschte Leute, ihr könntet diesen Geruch riechen, der mir hier jetzt gerade emporsteigt. Da kommen direkt Kindheitserinnerungen hoch. Ich habe meinen Teig jetzt gute 6 Minuten durchgeknetet. Ich habe jetzt, also der, ihr seht, es klebt nichts an. Und dann macht er mal einen Test, versucht ein Stück Teig zu nehmen und macht da so mit der Hand so einen kleinen Strang und wenn ihr seht, wenn ihr merkt, es bleibt nichts kleben, es löst sich nicht, bröselt nicht auseinander, dann ist die Konsistenz genau richtig. So, weiter geht's. Bei der Teigmenge müssen wir jetzt portionsweise arbeiten, das heißt, ich nehme immer einen Teil von dem Teig weg. Und den Rest wickle ich oder bedecke ich mit Frischhaltefolie, damit der Teig nicht austrocknet. Das ist ganz wichtig. So, dann versuche ich jetzt mal aus der einen Portion einen dicken Strang zu formen und daraus teile ich mir gleich große Stücke. Aber da ich es sehr gerne perfekt mag, werde ich jetzt die einzelnen Teile abwiegen. Also wenn ihr sie perfekt haben wollt, dann wiegt sie am besten ab. Meine Teiglinge wiegen hier jeweils 40 Gramm. So werden sie optimal nicht zu klein und nicht zu groß. Aus den kleinen Portionen forme ich einen dünnen Strang, der ungefähr 1 bis 1,5 cm dick ist. Und als nächstes nehme ich ein kleines Obstmesser und schneide den Strang etwas schräg ein. Also nicht ganz bis zur Hälfte einschneiden, sondern so, ich sag mal, ungefähr 4 mm reinschneiden. Und den letzten Zentimeter schneide ich waagerecht ein. Das hat den Sinn, dass ich die Enden nicht übereinander legen will, sondern so zusammenführe, dass der Kreis quasi sauber geschlossen wird. Und so bekommt das Gebäck dieses schöne Sonnensternmuster. Also ihr merkt, es ist überhaupt kein Hexenwerk. Das geht total easy und die 1,5 Kilo Teigmasse, die habe ich auch ganz schnell verarbeitet. Ich glaube, ich habe knapp 1 Stunde dafür gebraucht. Mein erstes Backblech ist fertig und das kommt jetzt auch direkt in den Ofen, im vorgeheizten Ofen bei 170 Grad Ober- und Unterhitze für etwa 20 bis 25 Minuten. Auf jeden Fall, bis der Kerk schön goldgelb wird. Das lädt doch zum Nachmachen ein, oder? Also es müsst ihr auch unbedingt ausprobieren. Also es ist auch total cool.
crunchy, ganz einfach, total mürbe, sehr lecker. Mein Mann, dem hat es auch sehr geschmeckt. Er kommt nämlich nicht aus der Stadt Tujda und er fand es sehr lecker. Also, es müsst ihr unbedingt mal nachmachen. Das Rezept findet ihr wie immer in der Infobox verlinkt. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr eure nachgemachten Bilder mit mir auf Instagram teilt. Entweder unter dem Hashtag Atlasküche oder ihr könnt mich direkt verlinken. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, viel Spaß beim Nachbacken. Macht's gut und bis bald. Ciao!